Hey, hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Wir sind wieder in Resi 7 und ich habe, wie gesagt, bin ich jetzt den ganzen Weg hierher gegangen, in aller Ruhe. Und wir können hier wieder direkt einsteigen. Alter, scheiß die Wand an. Sehr gut. Jetzt brauche ich noch den Krieger.
Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheidenkamm! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln! Was? Du mich auch! Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, mach dich erst zum Mann, Ethan! Verpiss dich! Du Missgeburt! Fuck, was? So schnell bin ich tot? Alter Schwede, der braucht mich nicht nur einmal treffen. Okay, hier ist ein verkackter Bosskampf, der mir jetzt schon wieder hart auf die Eier geht. Ah, dicke Mole. Okay. Och Mann, ey, das geht ja wirklich. Nicht treffen lassen, aber dann sieht das Fenster aus.
Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln! Du mich auch! Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, macht dich erst zum Mann, Ethan! Mann, ich konnte nicht schnell genug bewegen, Mann! Hast du's nicht? Mann, ey, das ist aber auch echt die Pest. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur noch am Leben, du hast auch noch alle Finger und Füße. Ist okay, Kumpel. Thank you.
So, meine liebe Zuschauerschaft, das war's jetzt mit Resident Evil 7 für diese Folge. Es wird hoffentlich besser. Oh Gott, ey, wirklich dieses scheiß Schleimmonster, ey. Ups, Entschuldigung, bin dann wieder ans Mikrofon gekommen. Boah, diese Bosskämpfe, das funktioniert irgendwie nicht so wirklich gut. Also, keine Ahnung, ob es an mir liegt oder am Spiel, aber in diesen Bosskämpfen ist man immer so wahnsinnig langsam. Alles geht so schwerfällig. Ohne Flachs eben mit dem Flammenwerfer, keine Ahnung, wie lange das gedauert hätte. Bin froh, dass ich beim zweiten Mal jetzt den Granatwerfer mitgenommen habe. Junge, Junge, Junge. Aber ich habe ihn besiegt. Ich hoffe wirklich, es wird besser. Oh Gott, ich weiß ja jetzt schon, was da drin jetzt in diesem Raum ist.
Nur wahrscheinlich wird das Rätsel jetzt nicht mehr genauso sein, sondern anders. Oder? Ja, es gab diese eine Öffnung da oben. Ich bin gespannt. Alter, ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt im nächsten Raum erwartet. Das ist ein schönes, knackiges Rätsel. Darauf habe ich mal wieder Lust. Okay, wenn ihr auch darauf Lust habt, dann seht ihr mich in der nächsten Folge von Resident Evil 7 wieder. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Einen schönen Tag, schöne Nacht, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. No way, Alter. Was da noch kommen mag.